Moin moin und herzlich willkommen zu Teil 2 von COS. Lasst uns ohne Umschweife starten. Wir haben eine Menge erlebt an dem Tag. Davon möchte ich euch gerne berichten und euch einige Eindrücke davon zeigen. Für den heutigen Tag haben wir uns mit einem Mietwagen bewaffnet und uns schon am frühen Morgen gegen 9 Uhr auf den Weg gemacht zum Dorf Zia. Ja, mit 150 Einwohnern, ein sehr kleines Dorf. Ja. Auf ungefähr 300 Metern Höhe liegt das Dorf und ist das höchste der Insel Kos. Es liegt ungefähr 15 Kilometer entfernt vom Stadtzentrum der Hauptstadt und ja, hat sehr viel, sehr schicke Natur und der Ort selber ist sehr touristisch. Aber das seht ihr auch jetzt gleich noch im Anschluss. Schon echt schick hier oben, ne? Wieso habe ich hier 0 von 15? Ich will doch nicht filmen. Ja, der Hauptgrund, warum wir uns entschieden haben, den Tag mit Zia zu starten, ist, weil wir in mehreren Reiseforen gelesen haben, dass es über den Mittag und erst recht zum Abend, zum Sonnenuntergang hin, sehr voll wird im Ort. Und der Ort ist sehr klein, deswegen haben wir gedacht, machen wir das morgens direkt als erstes, denn ist es vielleicht noch nicht so überlaufen. 10 Uhr kann ich euch empfehlen, dort anzukommen, ist eine sehr gute Uhrzeit. Da machen die Läden gerade auf und man hat die Punkte, von wo man einen schönen Blick aufs Meer und auf die darunter liegenden Hügel hat, ganz fast für sich alleine. Was ihr ja sicherlich eben schon entdeckt habt, dass ich ja gerade so ein bisschen die Läden abgefilmt habe, ist, ich habe nirgendwo auf der ganzen Insel so die Nähe zur Türkei gemerkt wie in diesem Ort. Oder in den Souvenirläden in dem Ort, weil dieses typische türkische Auge war da wirklich also omnipräsent. Das fand ich war ja schon irgendwie ziemlich deutlich spürbar. Die Kurve fast für sich alleine, für die von euch, die Fotos machen wollen. Und kann super coole Fotos machen, weil das Panorama ist echt schick. Wir sind hier jetzt in diesem knuffigen kleinen Laden, wo alles mit, ich glaube, Wein ist das, überwachsen ist. Und wir haben eine Terrasse im ersten Stock. Gucken wir mal. Wir schauen. Ja, sweet. Oh, wie schick. Ja, ja. Von hier oben ist fast noch besser. Okay, hinter die Hecke. Cool, das einfach aussieht. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da hängt überall Wein drauf. Ich glaube nicht, dass ich da mit einem Bus entgegenkommen möchte. Ja, dann doch lieber mit unserem Auto. Aber ich hätte gedacht, so wie es in den Reiseführern stand, was du vorgelesen hattest, dass das hier mittags richtig brechend voll wird. Aber ich finde, es geht immer noch. Ja, noch geht das. Wo kommt da ja noch mehr nachher? Ja, das kann natürlich sein. Was wir persönlich nicht gemacht haben, aber was auch bei vielen Touristen ein Grund dafür ist, diesen Ort zu besuchen, ist die Tatsache, dass hier ein Naturpark beginnt, mit einem sehr großen Kiefernwald, vielen schönen Spazierwegen und einem relativ großen Spielplatz. Des Weiteren beginnt hier die Wanderstrecke, um auf die Spitze des Berges zu kommen, an dem der Ort liegt. Man kann hier bis auf 846 Metern die Keas hochsteigen und hat von da oben bestimmt noch einen deutlich beeindruckenderen Blick. Aber wie gesagt, haben wir nicht gemacht. Wir hatten nämlich noch mehr für den Tag auf dem Zettel.
So, wir sind jetzt im Faun Park angekommen oder Wald und werden hier natürlich schon von den kleinen Kerlchen überall begrüßt. Die laufen hier überall rum. Im Prinzip da, wo man parkt, hier steht unser kleines Auto, sind die auch schon überall. Und sie sind halt auch total an Menschen gewöhnt, also auch überhaupt nicht scheu. Ich stehe jetzt vielleicht noch so einen Meter, anderthalb von ihm weg und es interessiert ihn einfach überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall winzig. Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt habe ich mich krass rangesucht. Ich dachte, ich gehe mal raus. Ich weiß nicht, ob man ihn so gut erkennen kann, aber rechts sitzt so ein Baby-V. Zumindest glaube ich, dass es ein Baby-V ist. Ist schon niedlich. Und hier ist einfach echt alles voll. Also man braucht keine Angst haben, dass man keine Bilder mit ihm machen kann. Sind schon echt süß, ne? Das ist das Kleinste, was wir bis jetzt gesehen haben, ne? Der Hintergrund ist das Größte. Ja. Es sieht halt auch ein bisschen aus wie so ein Hühnerküken, ne? Ja. Das ist ein Lebensgefühl, aber meine Katze. Ja. Das wäre eben gar nicht aufgefallen. Völlig tiefenentspannt. Wie lange er den Hals macht, ne? Und ab. Ja, mal gucken. So, wir sind jetzt ein Stück außerhalb von Kos, also von der Hauptstadt, und sind jetzt an einem Strand, wo so Quellwasser ins Meereswasser läuft. Und hier soll das Wasser schön warm sein. Mal gucken, wie das hier aussieht. Wir sind jetzt auf dem Parkplatz und laufen jetzt mal irgendwo hier so den Berg Richtung Wasser runter. Also das hier runter ist nur was für festes Schuhwerk und nichts für Leute, die schlecht zu Fuß sind. Also, wenn ihr hier runter wollt, feste Schuhe anziehen und Flipflops vielleicht einpacken. Ich zeige euch mal eben, wie das aussieht. Wir laufen hier gerade den Berg runter und es ist relativ steil und eben keine befestigte Straße. Eine echt schöne Landschaft, durch die man hier läuft. Tatsächlich braucht man für den Weg zur Quelle kein eigenes Auto. Die Quelle selbst hat oben am Parkplatz eine Bushaltestelle, wo wir auch einen Bus haben halten sehen. Allerdings kann ich euch nicht sagen, in welchen Abständen und von wo aus man dahin kommt. Da müsst ihr euch dann selbst schlau machen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass das Wasser, was aus der Quelle kommt, 49 Grad heiß ist, gefühlt deutlich wärmer. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen empfindlich. Und das Becken, was durch die Steine begrenzt ist, die man unten an der Quelle hat, ist 25 Quadratmeter groß, wo das heiße Wasser ebenso ein bisschen angestaut wird. Ja, entsprechend der hohen Schwefelkonzentration im Wasser kann man es etwas riechen. Ich fand jetzt aber nicht, dass das irgendwie eklig oder intensiv war. Das ist also durchaus auszuhalten. Und durch den hohen Schwefelgehalt und die grundsätzliche hohe Mineralisierung des Wassers ist das Ganze natürlich gut für die Haut und, was ich im Internet noch gesehen habe, auch gut für Haare und Atemwegserkrankungen. Aber überzeugt euch selbst von der Quelle. Ich denke mal, das bezieht sich nur auf ein regelmäßiges Bad in dem Wasser. Nicht, wenn man da als Touri einmal reinspringt. Beim gefühlt endlosen Marsch sind wir angekommen. Also ich glaube, wir sind jetzt so 10 Minuten, Viertelstunde gelaufen. Ist kuschelig warm. Okay, das Wasser ist wärmer als der Sand. Ja, hatte ich zumindest gerade das Gefühl. Alter, ist das warm. Ich bin dafür, wir gehen doch ins Meer. Oh, ist das schön. Oh, was eine Wohltat. Herrlich.
wird kälter, aber wir gehen jetzt erstmal ins Meer. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das Meer so angenehm empfinde, obwohl es ja eigentlich kalt ist. Seite lang. Mal gucken, wie warm das ist. Auf jeden Fall ist es steinig warm. Ah, hier außen geht. Und hier ist auch ganz flach. Da vorne könnte wieder sehr warm werden. Mal gucken. Schuhe oder sowas, das ist viel zu heiß, um da ohne Schuhe rüber zu laufen. Hier laufen einfach Ziegen am Strand. Wir sind jetzt von den Bergen runtergekrabbelt. Und? Ist sehr heiß? Oder geht? Ja, halt mal da ins Wasser. Sehr heiß? Das hier aussieht. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig erkennen kann. Es ist so hell, ich sehe auf meinem Handy nichts. Schon echt schick. Wir sind gleich
hier oben. Ich bin ja mal gespannt, wie lange wir jetzt hier hochgebracht haben. Guck nachher mal. Nee, aber ich guck nachher mal von den Uhrzeiten von den Videodateien, wie lange wir hier hochgelaufen sind. Wie schön das Wasser glitzert. Und der Anstieg ist ganz schön anstrengend. Wir starten den Aufstieg. Mal gucken, wie weit wir hoch müssen. Oh Gott. Weit. Oh Gott. Oh, immer den Berg weiter hoch. Ja, nicht die blauen Steine, die sind rutschig. Okay. So, wir laufen gerade den Berg hoch. Aber Google weiß leider nicht, wie weit das ist. Mal gucken. Aber ganz verkehrt scheinen wir ja nicht zu sein. Immerhin kommen uns Menschen entgegen. Und so was Schickes so am Tilienwegesrand. Ist schon echt cool hier. Aber immer noch weiter bergauf. Und weiter bergauf. Einige Gebäude sind ja auch sogar mit Türen. Aber ich denke, die sind eher nachträglich eingesetzt worden. Aber es sieht schon echt cool hier aus. Wir sind in eine Sackgasse gelaufen, aber der Blick belohnt einen trotzdem. Auch mitten im Nirvana, einer absolut trockenen Wüste, wachsen hier Blumen und sogar ganz schön schicke. Und ziemlich guter. Gucken, ob das stimmt. Wir fühlen uns bestimmt mehr. Definitiv. Aber immerhin haben wir ein Schild gefunden, dass wir nicht ganz falsch sein können. Also die Taverne haben wir schon mal gefunden. Aber wir befürchten gerade, dass das, was man da hinten jetzt im Horizont sieht, dass das ist, wo wir eigentlich hinwollen. Wir müssen den kompletten Berg wieder runterlaufen und auf der anderen Seite hochlaufen. Hey! Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Die Sonne gibt uns noch einen Moment. Wir waren doch nicht ganz falsch, aber die Stufen hier hoch sind ja schon der Knaller. Ja, das stimmt. Ja, ist auch echt anstrengend. Oben am Hang steht sie. Oh Gott. Wir haben sie erst gehört, bevor wir sie gesehen haben. Und wir sind immer noch nicht oben. Ich glaube, wir sind jetzt oben. Ach. Okay, jetzt muss ich hier nur noch hochkommen. Oh ja. Das entschädigt doch um einiges. Wie gut das einfach aussieht. Aber wahrscheinlich kommt es im Handy nicht so rüber, wie es in Wirklichkeit ist. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja um 8 wieder da sein. Das ist voll krass, dass da einfach nicht. Ist. Wie viele sich da wohl hin verirren. Wenn der Aufstieg nicht wäre, wäre das schon echt schön hier. Ein atemberaubender Blick, man einfach von hier oben hat. So schön. Ich denke, den Hin- und Rückweg habe ich ausreichend in den Videoabschnitten kommentiert. Deswegen habe ich jetzt nochmal ein paar Infos so zur Burgruine und der Dorfruine, durch die wir durchgelaufen sind, um zur Burgruine zu kommen.
Ja, die Burgruine und das entsprechend dazugehörige Dorf wurden 1830 aufgrund einer Choleraepidemie verlassen. Und davor wurde tatsächlich schon im 11. Jahrhundert die Burg erbaut. Und als sie dann von den Poleten bezogen wurde, haben diese ja angefangen, ein Dorf um die Burg herum zu errichten. Und ja, so wurde das Treiben um die Burg herum immer intensiver. Was gut war, dass man weder die Burg noch das Dorf vom Meer aus sehen konnte. Dadurch waren alle Einwohner relativ gut vor Überfällen von Piraten geschützt. Und entsprechend lange hat das Dorf eben auch existiert. Ich habe immer das Gefühl, man erkennt das gar nicht, wie steil das eigentlich ist. Alter Schwede, ich habe das irgendwie verdrängt, wie weit das runtergeht hier. Alter. Man sieht auch einfach nicht, wie steil. Oh, pass auf, Christi. Ja. Ich habe nur Slippery gehört. Ich habe mich auf beiden Seiten festgehalten. Das war nicht so viel. Aber dass hier auch einfach Sand immer noch auf den Steinen ist. Das macht das immer doppelt rutschig. Aber hier kann man sich an der Seite ein bisschen festhalten. Ja, bis hier vorne. Gut. Das ist halt auch kein... Hier haben wir wieder ein. Was war in der Beschreibung drin? Ein alter Stein, ne? Stand da? Das Ding hier. Nur Steine. Ach ja. Ach so. Nur alte Steine. Ja, das hat mehr was von Geröll, ne? Ich will es nicht wissen. Was, du? Ja, oh. Ja, jetzt geht die Sonne unter. Ne? 19.19 Uhr. Ganz schnell hier. Das Ding hier sieht aber auch echt cool aus. Okay. Und schnell, wir laufen durchs Bild. Dann sind wir schnell auch nicht. Ja, wir müssen ja mal laufen. Nee, ich mache ein Video, aber wir können da ja nachher Fotos draus schneiden. Weiter geht's. Weiter geht's. Was ist hier gewesen? Ja, der Pieker eben. Hier sind meine Haare. Ach Gottchen, raus. Jetzt kommen die ganz kleinen Stufen gleich. Aber ich glaube, wir haben schon ziemlich coole Fotos gemacht. Ja, das glaube ich auch. Und sogar ein Video mit der Drohne. Ja, das ist auch mega. Ja, jetzt kommen gleich die ganz kleinen Stufen. Okay, mal gucken, ob wir den Rückweg jetzt auf Anhieb finden. Ja. Ja. Oh, oh Gott. Hier war das, ne? Ja. Warte, ist hier der... Ja, da ist der schwarze Pfeil. Dann ja, war das ja. Hier. Das sah vorhin aber auf dem einen Foto echt so aus. Oh Gott. In deinem rechten Oberschenkel. Ich merke, kennt ihr das, wenn ihr beim Sport wart und die Beine sind so zittrig? Das habe ich in den Waden im Moment. Das geht, aber mein rechter Oberschenkel ist irgendwie. Oder der sagt bei Kampfmittel mal.
Ja, dann hätten wir uns auch eine ganze Menge Kraxelei gespart. Ja. Ich bin ja jetzt mal vorsichtig. Ich bin ja jetzt mal gespannt, wo wir gleich rauskommen, ne? Deswegen sag ich doch vorsichtig. Ich glaube eher da lang als da lang, oder? Also so komplett im Stein runter. Nein, und hier sieht das auch ein bisschen aus wie ein Trampelpfad. Oh, ich glaube, wir sind gleich da. Da vorne sind wieder die Stufen. Ja. Gleich sind wir wieder auf dem befestigten Weg mit richtigen Stufen. Alter. Oh. Pass auf, hier kommt wieder so ein richtiger Absatz. Sag ich ja. Oh Gott. Was ist das denn hier? Yay. Oh, wir sind wieder auf den Treppen. Jetzt ist es nur noch rutschig. Jetzt ist es nicht mehr steil. Da steht Kassel. Das ist aber verkehrt. Man muss einfach da lang. Da bin ich auch einen Weg lang. Sieht nicht so steil aus, wie es ist. Es ist nämlich immer noch relativ steil. Und da unten ist der Parkplatz. Wir haben es gleich geschafft. Ja, da, links rum. Und erst haben wir gedacht, wir sind verkehrt und müssen bis hier zurück und da dann lang. Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht. Yay, ich kann das Auto sehen. Ja, jeder Tag endet nun mal irgendwann und dieser Tag endet ungefähr jetzt. Zumindest für euch. Wir haben jetzt den Abend noch entspannt ausklingen lassen, waren alle ziemlich erschöpft von dem aufregenden und anstrengenden Tag und haben uns nach dem Essen ziemlich direkt auf zur Unterkunft gemacht und uns da noch etwas entspannt und sind dann ins Bett gefallen. Also es ist nicht mehr wirklich viel passiert, was ich euch jetzt noch zeigen könnte. Gute, entsprechend verabschiede ich mich jetzt von euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, wenn ihr euch das Video bis hierhin angeschaut habt. Und wenn es euch jetzt auch noch gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch gerne einen Daumen hoch. Kommentiert mir gerne Verbesserungsvorschläge oder wenn ihr irgendwozu noch Fragen habt, auch die immer her damit. Und jetzt wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Deswegen heißt es garantiert auch Ariel. Also deswegen ist Ariel da garantiert auch drauf. Watch your step. Aber Step ist schon abgerissen. Aha, was ist das für eine Treppe? Geil. Wollten wir nicht eigentlich. Warte. Aber es ist voll groß hier unten. Alter. Voll riesig. Aber man sieht halt im Moment nicht so wirklich viel, ne?